Hallo, mein Name ist Michael Batti, ich bin Professor für Game Design an der MMK und heute stelle ich Django vor. Das D ist stumm. Django von Quentin Tarantino ist ein Remake der klassischen Italo-Western-Serie mit Franco Nero. Und diesmal haben wir nicht nur Jamie Foxx in der Hauptrolle, sondern eben halt auch Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Worum geht's in Django? Das Szenario spielt zurzeit 2 Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg und der Kopfgeldjäger Dr. Schulz befreit eben halt Django, weil er Django braucht, um 3 andere Zielpersonen zu identifizieren. 3 brutale Sklaventreiber in den Südstaaten der USA. Und er befreit Django und geht mit ihm nach und nach eine Partnerschaft ein, weil Dr. Schulz eben halt Sklaverei verabscheut. Und auf diesem Weg entwickelt sich sozusagen eine Mentoren- und Schülerfreundschaft zwischen den beiden. Und Django's Motivation ist dabei natürlich, dass er seine Frau, die verkauft wurde, dass er die natürlich retten möchte. So. Und die beiden gehen jetzt auf einen Weg, bei dem sie durch die Südstaaten der USA reisen und von einem Sklavenbesitzer zum anderen reisen und eine Spur der Verwüstung mehr oder weniger hinterlassen. Denn wir reden ja immerhin von einem Quentin Tarantino-Film. Es kommt die große Frage, darf man Gewalt so darstellen? Tarantino darf das, weil bei Tarantino jede Form der Darstellung eine dramaturgische Funktion hat. Und das ist ja das Wichtige. Wenn wir einfach einen Bluteffekt um seiner Selbstwillen zeigen, dann ist es gewaltverherrlichend, dann ist es Splatter. Bei Tarantino gilt in der Regel, er inszeniert solche Szenarien. Da ist er ja nicht mit allein. Damit ist er in einer guten Tradition von William Shakespeare. Wir würden ja auch William Shakespeare nicht verbieten, weil in Macbeth jede Menge Blut fließt. Oder auch in anderen Werken von Shakespeare. Zumindest wenn wir von seinen Dramen reden. Das heißt, Tarantino schafft es, mit Konventionen zu brechen. Der Film steht in einer guten Tradition von Kill Bill zum Beispiel, wo Tarantino darauf geachtet hat, immer wieder auf die Bedeutung von den einzelnen Szenen zu achten. Jede Szene hat seine Funktion. Und ja, Tarantino hat einen Spaß daran, solche Feuerwerke zu inszenieren. Das tut er dann auch, wenn er selber in die Luft gesprengt wird von Django. Warum empfehle ich den Film? Der Film hat ein sehr, sehr zeitgemäßes Thema. Rassismus ist ein Thema, das leider auch im 21. Jahrhundert immer wieder präsent ist. Und in dem Film geht es letztendlich darum, welche Art von Mensch wir sein wollen. Das ist ein sehr, sehr zeitgemäßer Film. Denn wir haben mittlerweile in den USA einen schwarzen Präsidenten. Wir zeigen ein anderes Bild des Südens mittlerweile. Wir zeigen auch ein anderes Bild des Deutschen an der Stelle interessanterweise. Denn Christoph Waltz sagt so, ich verabscheue Sklaverei. Das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Früher war das in den Filmen immer anders. Wenn wir uns das Bild zum Beispiel angucken, dass es in Vom Winde verweht gab, 1939 glaube ich, dann haben wir dort ein Südstaaten-Herrenmenschenbild, das in diese Zeit passt und das aus den USA. Wir haben danach dann Filme gehabt, in der dann die Black Power-Bewegung eben halt dann hochkam in den 60er Jahren, bei der das Bild des Protagonisten sich verändert. Es war ein farbiger Protagonist möglich. Und wir haben auch irgendwann gerade in dieser Zeit Star Trek zum Beispiel, wo ein Jim Kirk und eine Uhura sich küssen. No-Gos bis dahin. Und genau mit solchen Symbolen spielt Tarantino immer wieder. Er führt das sozusagen jetzt ins 21. Jahrhundert weiter. Deswegen, Django Unchained, sehr zu empfehlen.